Interessant, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas machen kann oder ob ich hier hin soll oder. War es das nicht schon? Ich habe doch alle platt gemacht, oder? Die haben ein Schmerzmittel, das nehme ich mal einfach mit. Solange hier keiner ist, kann es ja auch keinen stören. Wenn ich hier was wegnehme. Ah, das kann man auch einfach nur von innen öffnen, okay. Noch mehr Hacking-Software. Wenn mir einer irgendwie verrät, was man damit machen kann. Hacken. Ich könnte sie hacken. Wo muss ich denn hin? Schräg. Ich soll da oben hin? Check ich nicht. Egal, das war's. Versaut. Nächstes Mal speichern war. Mein Gott. Aber wir haben wieder ein E-Book gefunden. Die neue Mystica. Nach dem Opti-Zwischenfall wurde der Großteil der Weltbevölkerung von einer Welle aus Chaos und Verwirrung erfasst. Viele wandten sich auf der Suche nach einem Sinn an den Glauben. Die meisten suchten Heil in etablierten Religionen, doch viele andere wählen weniger weit verbreitete Organisationen. Mehrere quasi religiöse, augmentierungsfreundliche Gruppen sind aus dem Boden geschossen, angeblich um den augmentierten Trost zu spenden. Sie existieren nun neben etablierten Sekten wie der New Christ Initiative 2019 und der Singularitätskirche des Maschinengottes 2016. Ja, schön. So. Einen Moment. Ich weiß immer noch nicht. Oben lagen noch zwei, die wir durchsuchen können. Die haben alle nur taktische Schrotflinten hier. Drei, genau. Wir hatten ja einen von außen noch erledigt. Nochmal ein Schmerzmittel. Vielen Dank. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht hierhin. Jensen, Gott sei Dank. Ich bin unten im Kerker, Mann. Erinnern Sie sich an den Titel meines supergeheimen Buchs? Ich erinnere mich, dass es rot war. Hey. Noch ein E-Book. Global Politics Review Ausgabe. Nee, habe ich keinen Bock, das zu lesen. Sorry. Interessant. Ja, dass das hier irgendwo ein Geheimgang ist. Aber was ist das denn hier dann? Gucken wir uns an, wenn wir wieder rausgehen, würde ich sagen. Ich meine, er hat uns ja den Hinweis mit dem roten Buch gegeben, also sollen wir das rote Buch benutzen? Also machen wir das auch.
In die Werkstatt! Endlich. Jensen! Mein Lieblingstechno-Wunderkind! Tut mir leid wegen der Typen. Sie hatten hoffentlich nicht zu viel Ärger? Die sind kein Problem mehr. Was wollten die? Haben sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt ein kleines Missverständnis mit ihrem Boss Ota. Sie kennen diese Gangster ja. Echt? Genug, um zu wissen, dass es keine kleinen Missverständnisse gibt. Interne Valley-Politik. Ich krieg das schon hin. Ein Gespräch mit dem großen Boss. Sobald sich alles beruhigt hat. Am Tag nach der Bombe, Mann. Da kriegt man doch Angst, oder? Ein Wunder, dass überhaupt jemand vor die Tür geht. Manchmal hat man eben keine Wahl. Meine Systeme haben was abgekriegt. Ich hatte gehofft, sie kriegen das wieder hin. Sie haben was abgekriegt? Oh, Scheiße. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie müssen auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Ich wollte mir das Seraph Aux schon immer mal näher ansehen. Aus der Nähe. Also, ich schnalle sie an, drehe das Gas auf und... naja, dann schlüpfe ich rein. Sehe mich mal um. Das klingt nicht gut. Moment mal, wie lange werde ich betäubt sein? Was ist, wenn die Dwellys Verstärkung schicken? Oh, sie schinden doch nur Zeit. Diese Analphabeten kommen hier nicht rein. Haben Sie keine Angst vor dem Stuhl, okay? Der Stuhl ist ganz harmlos. Das verspreche ich Ihnen. Das mit den Dwellys ist nichts. Ota ist ohne Grund angepisst. Ich verlasse mich auf Sie, Kalla. Irgendwie sind Ihre Probleme auch meine Probleme. Oh, das ist süß, Jensen. Ota Botcovelli ist die Nummer 2 bei den Dwellys. Die Männer da draußen gehören zu ihm. Aber der große Boss ist Radic Nikolatze. Er ist die Nummer 1. Und ich kenne Radic, also kein Grund zur Sorge. Also, fangen wir jetzt an, oder was? Ja, komm. Ich finde Zombot finde ich sehr geil. Hinten mit Stecknadeln festgemacht. Ja, ja, komm. Okay. Bringen wir es einfach hinter uns. Zieh's durch. Ganz ruhig, Jensen. Stellen Sie lieber keine Fragen. Das Ganze ist eine Kunst, Jensen. Es wird alles wieder gut. Sie merken nicht mal, dass ich drin bin. Sie fühlen sich schwerelos, weit entfernt, als wären sie jemand anders. Aber Koller bringt sie zurück und stellt sie wieder her. Bevor sie es merken. Da gehen die Lichter aus. Oh, Gott sei Dank. Ganz ruhig. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Die Netzhaut-Display kommt gleich wieder. Können Sie sich bewegen? Was sollen Sie? Ich wollte ein paar Verbindungen herstellen. Aber Sie haben da ein paar abgefahrene Augs. Ich hätte wahrscheinlich nicht. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Oder vielleicht was Stärkeres? Wasser. Kommt sofort, Schatz. Nur bleiben Sie ruhig, okay? Nicht aus. Ein Neustart war die einzige Rettung. Rettung wovor, Koller? Kernschmelze. Sie haben fast meinen Stuhl ruiniert. Also habe ich sie zurückgesetzt und was gefunden. Ich zeig's Ihnen lieber direkt. Rufen Sie Ihre Systemanzeige auf. Das müssen Sie selbst sehen. Das sind Ihre Implantate. Die kennen Sie alle, oder? Ja, David Seraph hat sie installiert. Hat 2 Jahre gedauert, sich an alles zu gewöhnen. Ja, also, ich musste einiges davon rückgängig machen. Was ist los, Koller? Warum fühle ich mich so anders? Etwas hat versucht, Ihnen den Saft abzuziehen. Ich musste zur Diagnose einen Reboot machen. Aber Ihr Fabrikzustand ist alles andere als Standard.
Was sehe ich da gerade? Experimentelle Testaugs, Mann. Versteckt in ihrem Körper. Heißt das, ich habe mehr Implantate, als ich geglaubt habe? Mehr, als ihr Körper verarbeiten kann. Cool, was? Weiß ich noch nicht. Ich will Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie eins dieser Babys aktivieren. Eine der experimentellen Augs. Okay, was haben wir denn? Das dauert ewig lange, bis die auflädt. Remote hacken. Klingt ganz cool. Schon okay, Jensen. Eins bringt sie nicht um. Das sagten sie bereits. Nanoklinge. Erhöhte und beschleunigte irgendwas. Icarus-Sprint kann ich... Schon okay, Jensen. Eins bringt sie nicht um. Das sagten sie bereits. Ich finde Titan geil. Erstmal. Für meinen Spielstil. Ja. Sehen Sie? Eine Spitze in Ihrem Energieverbrauch. Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Explosion sie aufgeweckt hat. Jedenfalls müssen sie diese irre Scheiße auch benutzen. Das ist ihr Recht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie dabei nicht verbrutzeln. Ich habe da eine Idee. Schalten Sie mal eins der anderen Implantate aus. Nur so zum Spaß. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Ja, was sind das denn alles bitte für Implantate, verdammte Kacke? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Ja, wie denn, verdammte Kacke? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Alter, das ist jetzt aber ein bisschen assi. Na los, assi. Jensen! Schalten ich hab Sie ein keine Implantat Ahnung. Aus, also... das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Boah, ey, der geht mir so auf den Sack, ne? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat Boah, aus, das Sie nicht Alter, nutzen! Boah, Alter! Wie kann ich dich umbringen? Du gehst mir so auf den Sack. Wir nehmen jetzt mal hier Heckentarn. Deaktivieren... Na los, Jensen! Bestätigen. Sofortige Abkühlung! Sie können Ihr System im Gleichgewicht halten, wenn Sie wollen. Aktivieren Sie einfach nicht alles auf einmal. Was würde dann passieren? Es gäbe größere Ausfälle durch Überhitzung. Vielleicht permanente Schäden. Ich schlage vor,
Sie machen es einfach nicht. Okay, setzen Sie mich jetzt zurück, Collar. Ich reaktiviere selbst, was ich brauche. Ah, okay. Wäre scheißegal. Okay. Ich werde nicht immer direkt zu Ihrer Verfügung stehen. Ich kann Ihnen nicht hinterherlaufen, um Sie zu warten und Ihr neurales Gefüge in Schuss zu halten. Was immer Sie von nun an tun, ist Ihre Entscheidung. Ich dachte, Sie sind mein persönlicher Augexperte. Ich bin ein Experte, was den chinesischen Schwarzmarkt angeht. Die Scheiße, die ich in Ihrem System gefunden habe, sieht aus, als käme sie direkt vom Mars. Ich bin sicher, dass sie nicht vom Mars kommt. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. Sie verdienen Antworten, die ich Ihnen nicht geben kann. Niemand in Prag kennt Ihr System besser als ich. Ich kann Ihnen helfen, das Beste aus Ihren neuen Augs zu machen. Aber Sie können mir nicht sagen, woher Sie stammen. Ich dachte, David Seraph hätte alle meine Augs installiert. Wenn ich welche habe, von denen ich nichts weiß, sollte ich mit ihm reden. Ich kenne Seraphs Arbeit. Diese neuen Augs, die sehen anders aus. Diese Neodymhülle. Und wer benutzt dafür dimorphe magnetoriologische Flüssigkeiten? Im Ernst, wenn Sie mit Seraph reden, fragen Sie ihn das. Sehr ungewöhnlich, aber auch verdammt cool. Ja, es ist doch ein wenig schräg. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie das mit den Augs geht. So, versteckte Augmentierung. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ein Augsystem, das absichtlich so versteckt wird? Ich weiß nicht, Jensen. Also, ich habe schon von der Schwarzmarktbehandlung gehört. Umfallen in Prag, Aufwachen in Shanghai. Aber meistens mit weniger Augs, nicht mit mehr. Was genau unterscheidet diese Augs von meinen anderen? Sie sehen experimentell aus. Überall lose Drähte, Mann. Als wären sie zur Hälfte ungetestet, unfertig, unglaublich. Es ist wunderschön. Ja, das ist es. Der ist irre. Hat er wahrscheinlich eh nicht. Insofern. Diese Aktion hat länger gedauert als erwartet. Sind wir fertig? Ja. Hier, nehmen Sie ein paar Praxis-Kits für den Notfall. Praxis löst jedes Problem und macht glücklich. Und vergessen Sie nicht, was ich über Ihre Energieverwaltung gesagt habe. Das wird ein Balanceakt. Nun, außer... Außer was, Collar? Man könnte das vielleicht optimieren, aber dafür brauche ich etwas von OTA, einen Neuroplastizitätskalibrator. Wenn es für mich einen Weg gibt, alles, was ich habe, ohne Kompromiss zu nutzen, dann will ich ihn wissen. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen. Ich bestelle meine ganze Tech aus einem illegalen Katalog. Aber meine letzte Lieferung wurde abgefangen. Von Otar Botkovelli. Derselbe Otar, dessen Männer draußen Bücher gesucht haben? Ich zwinge Sie zu nichts. Sie müssen es selber wollen. Sie müssen ein augmentierter Gott werden wollen. Falls das für Sie interessant klingt, sollten Sie wissen, dass Otar im Sisti-Viertel ein illegales Casino betreibt. Der Eingang ist in einem kleinen Hof neben der Levani-Straße. Danke für die Info, Collar. Und danke für die Praxis. Ah, diese Praxis, die brauche ich, um meine Dinger zu leveln. Alles klar. Holographische Display. Cool. Das sieht ja cool aus. Das ist auf jeden Fall eine andere Zeitung hier. Neurozin. Stört dich doch bestimmt nicht, dass ich das mitnehme, wenn du so einen Kack mit mir gemacht hast.
So, aber hier werden wir ein 12 Praxis habe ich sogar verfügbar. Hier werden wir einen kleinen Cut machen. Das stört ihn wirklich nicht, dass ich die Sachen mitnehme. Finde ich total nett von dir. Vielen Dank dafür. Ja, wie schon gesagt, wir werden hier einen Cut machen. Das war eh schon eine sehr lange Folge. Die habe ich ja auch in zwei Teile geteilt. Insofern, bis zum nächsten Mal. Adios.